Hi ihr Fischlinge, zu Beginn des Videos mal noch schnell was in eigener Sache. Ihr fragt ziemlich oft, wie kann ich dich unterstützen, ich würde dir gerne was Gutes tun. Daher, wenn ihr möchtet, hat mir Coralaxi, um die es heute im Video gehen soll, hat mir einen sogenannten Affiliate-Link zur Verfügung gestellt. Über den gelangt ihr in den Shop, könnt euch dort ganz normal umschauen und solltet ihr über diesen Link etwas einkaufen, tut ihr mir damit auch was Gutes. Euch entstehen aber dadurch keinerlei Mehrkosten. Also wer möchte, erster Link in der Beschreibung, vielen Dank für jeden, der es tut. So, die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben mitbekommen, dass ich mit Tropic Marine in Rostock war zum Werbevideodreh, um neue Produkte vorzustellen. Da kommen demnächst ein paar richtig coole Videos, bin schon sehr gespannt. Und zwar waren wir da nicht irgendwo, sondern wir waren bei Coralaxi. Wer oder was Coralaxi jetzt eigentlich ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich werde sagen, quatsch ich nicht weiter lange drum rum, hauen wir das Intro raus und los geht's. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Coralaxi, um es direkt auf den Punkt zu bringen, ist ein Aquakulturunternehmen. Hier werden also Korallen, Wirbellose und Fische aus dem Meerwasserbereich vertrieben. Das Besondere bei Coralaxi ist, dass hier ausschließlich Tiere aus eigener Nachzucht und Ankauf aus Nachzucht vertrieben werden. Also keine Wildentnahmen aus der Natur. So kann man Coralaxi also in die eigene Nachzucht von tropischen Korallen und den Ein- und Verkauf von Produkten anderer nachhaltiger Aquakulturen aufteilen bzw. zusammenfassen. Der Verkauf findet rein über den Online-Shop statt. Es gibt aber die Möglichkeit, Bestellungen persönlich und somit versandkostenfrei abzuholen. Coralaxi gibt's noch gar nicht so lange. Gegründet wurde das Unternehmen nämlich erst am 01.08.2018 in Bentwig bei Rostock. Die Gesichter hinter Coralaxi sind Diane und Johannes mit über 14 Jahren Erfahrung in der Meerwasseraquaristik. Beide haben außerdem an der Universität in Rostock ein Studium in Biologie und Aquakultur abgeschlossen und in vielen Praktika und Arbeitsverhältnissen in öffentlichen Aquarien, Forschungseinrichtungen, Aquaristikfirmen, bei internationalen Großhändlern sowie weiteren Projekten ein enormes Wissen angehäuft. Aber warum denn jetzt eigentlich Aquakultur? Viele wissen das gar nicht, aber über 90% der in der Meerwasseraquaristik angebotenen Tiere sind immer noch Wildfänge. Es gibt natürlich auch gute Fangstationen, aber leider auch einige schwarze Schafe, die endemische Arten überfischen, Riffe massiv schädigen, indem sie Betäubungsmittel wie zum Beispiel Cyanid zum Einsatz bringen und viele Tiere, die den langen Transport oft nicht unbeschadet überstehen. Von der enormen Zerstörung durch Umweltverschmutzung wollen wir gar nicht erst anfangen. Außerdem sind Korallen im Washingtoner Artenschutzabkommen gelistet. Das heißt, dass der Handel und der Import mit diesen Tieren stark reglementiert ist und man gewisse Tiere nur schwer, selten oder sogar gar nicht mehr bekommt. Züchtet man jetzt diese Tiere in Aquakultur nach, hat man diese Problematik nicht. Man schädigt keine Riffe und durch wesentlich kürzere Transportwege ist das Ganze so gesehen doppelt ökologisch. Außerdem sind Tiere aus Aquakultur laut Coralaxi mit vielen Vorteilen für uns Aquarianer verbunden. Neben der wesentlich problemloseren Verfügbarkeit sind diese Nachzuchten an die künstlichen Bedingungen im Aquarium, wie zum Beispiel die Beleuchtung, bereits angepasst. Die Korallen zum Beispiel behalten dadurch eher ihre Farben und sind robuster. Fische sind futterfest und oft nicht so territorial, wie das bei Wildfängen der Fall ist. Auch der Gesundheitszustand ist oft besser, da in den geschlossenen Anlagen einfach und zielgerichtet behandelt werden kann. Es gibt keine Zwischenwirte für Parasiten und die Tiere sind, wie eben schon erwähnt, wesentlich kürzer beim Transport unterwegs. Zusätzlich sitzen alle zugekauften Tiere bei Coralaxi mindestens 4 Wochen in Quarantäne und werden nochmals genau gecheckt, bevor sie in die eigentliche Anlage einziehen dürfen und in den Verkauf gehen. Im Shop gibt es natürlich, das könnt ihr euch denken, jede Menge Korallen in Form von SPS und LPS, Zoanthus, Scheibenanemonen, Weichkorallen oder ihr könnt euch mehrere Korallen in einem Korallenpaket kaufen. Fische in Form von Anemonenfischen, Zwergbarsche, Grundeln, Schleimfische, Designerformen oder auch Paare, Garnelen, Tridacna und es gibt natürlich auch Futter, Sachen zur Nährstoffkontrolle, Bakterien und andere Versorgungssysteme. Was mir auch direkt ins Auge gefallen ist und was mir sehr gut gefallen hat, um hier mal jetzt etwas den Fanboy raushängen zu lassen, war das liebevolle Verpacken der Bestellung. Jede Koralle bekommt ihren eigenen Becher, in dem sie mit einem Schaumstoffstück, nachdem sie nochmal optisch gecheckt und gereinigt wurde, verankert wird, dass sie nirgendwo anstößt, Polypen beschädigt werden oder Teile abnehmen.
abbrechen. Zu jeder Bestellung kommt außerdem noch eine kleine handgeschriebene, personalisierte kleine Nachricht vom Team für euch mit ins Paket. Kommen wir noch kurz zu den Eckdaten der über Monate fast komplett selbst geplanten und gebauten Anlage. Die Anlage fasst knapp 20.000 Liter Meerwasser. Es gibt 7 Kreislaufsysteme, 3 kleinere Quarantänekreisläufe und 4 große Kreisläufe. Einer davon für Fische und 3 davon für Korallen. Insgesamt umfasst die Anlage 75 Aquarien. Fassen wir also nochmal zusammen. Alle angebotenen Tiere sind zu 100% Nachzuchten aus Aquakultur. Es gibt neben Korallen, Wirbellosen und Fischen auch passende Pflegeprodukte, die in der Anlage von Coralaxi ebenfalls und selbst benutzt werden. Die Bestellungen werden liebevoll verpackt und gehen per Expressversand zu euch auf die Reise. Mehrere Wochen Quarantäne aller Tiere, bevor sie in den Verkauf gehen, und ihr könnt ganz einfach nachvollziehen, woher denn eure Tiere jetzt kommen. Wer also bei einem fachkundigen und super sympathischen Team seine Korallen, Wirbellosen, Fische und weitere Produkte einkaufen möchte und damit noch was Gutes für die Umwelt tun möchte, der ist bei Coralaxi genau richtig. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Woher bezieht ihr eigentlich eure Aquarienbewohner? Bevorzugt ihr Wildfänge oder Nachzuchten und warum? Gerne damit ab in die Kommentare. So Freunde, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in Form eines Daumen nach oben freuen. Unterstützt mich, hilft mir sehr, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ansonsten könnt ihr mal in die Videobeschreibung schauen, dort findet ihr ganz oben den eben schon erwähnten Affiliate-Link, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten natürlich auch den normalen Link zur Homepage und den Link zum Instagram-Profil von Coralaxi. Schaut da mal vorbei, lasst mal ein paar Likes da, nette Kommentare, folgt mal. Ist ein richtig cooles Projekt, wo nicht nur jede Menge Herzblut, sondern auch Fachwissen und verdammt viel Arbeit drin steckt. Und es trägt einen wesentlichen Teil zum Naturschutz bei. Denkt immer daran, wir haben nur einen Planeten und wenn wir den zugrunde richten, dann gehen wir auch zugrunde. Außerdem noch fetten Dank an Tropic Marine, dass ihr mir das Vertrauen entgegengebracht habt und mich mit nach Rostock genommen habt zum Videodreh. Freue mich schon sehr auf die Videos, die bald kommen. Danke nochmal an Coralaxi, dass ihr uns eure Anlage zum Dreh zur Verfügung gestellt habt. Waren 2 super schöne Tage. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch noch die Links für mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Dort könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundschaftsanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus. Tschüss.